Hallo. Hallo. Guten, hallo, Ja. hören Sie mich? Ja. Guten Tag, ich spreche mit dem Herrn Kirov. Nein, den muss ich kurz holen. Einmal ein bisschen. Kirov, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kirov. Der Grund meines Anrufs ist, Sie hatten sich mal erkundigt nach einem Notrufsystem. War das für Sie oder für einen Angehörigen? Nochmal von vorne, bitte. Ich bin noch nicht so lange wach. Ich habe jetzt nicht verstanden, was Sie fragen Ach so. wollten. Nach einem Sie System? hatten Computer? ja einen Nein-Notrufsystem hatten Ah, Sie sich ich erinnere erkundigt, mich so gerade. Da habe ich Notrufknopf. gemacht wegen meiner Opa, weil der ist gefallen und das, wo wir nicht gewesen sind Ja. bei Stadt und das lange gedauert, bis Nachbarn den finden, nach Schreien und Hilfe rufen und das soll nicht wieder Ach passieren. Gott. Ja, der arme Kerl. Und da hatten Sie sich erkundigt. Da habe ich, hat er schon eine, eine Pflegestufe. Ne, der ist einfach nur gnadenlos betrunken gewesen. Ach so, der war betrunken Der ist ja so gewesen. eigentlich noch ganz fit, aber manchmal, wenn dem einfällt, das hat er noch den Jägermeister bei Strangstern, dann denkt er, blöd, muss Ach man so. vernichten, bevor die Kinder das trinken, und dann nimmt er diese Aufgabe sehr ernst, und dann kann das für ihn selber ein Problem Ach werden. so, darum trinkt er das. Ja, haben Sie da noch Interesse an so einem Notrufknopf? Weil ich meine, es ist ja schlimm, wenn er dann da liegt und schreit und keiner kommt. Das ist ganz, ganz schreckliche Bild gewesen. Ich bin bei Messe gewesen von Firma und irgendwann dann das Feuerwehr beim Anrufen, weil die hab ja auch bei Firma Alarmanlage von denen. Und dann sagen die ihres Ja. Großvater, sag, was ist mit meines Großvater? Und dann erzählt, der lag da am Boden, irgendwie hatte wohl versucht zu telefonieren, war eingewickelt in Telefonkabel, weil der hat noch nichts schnurlos Ach Gott. Telefon. Obwohl ich hab ihm gekauft, der wollte seine alte behalten, der sich irgendwie eingewickelt, fast erwürgen mit eigene Telefonhörer Ach und Gott. es schnurren und hatte irgendwie, Ja. wie auch immer der das geschafft hat, der hatte seine Stiefel an, hat über das Stiefel Ja. irgendwie geschafft, seine Hose auszuziehen, hat dabei aber Ach geschafft, Gott. Motorradhelm anzuziehen und so ist er da gelegen, 2, 3 Stunden. Ach Gott, der Ja. arme Kerl. Es Ja, ist ihm nee, auch da kein Lehre gewesen. 2 Tage später komme ich von Arbeit, denkst du, bringst du Großvater bis Le Soljanka, ist der da wieder gelegen, aber ohne Motorradhelm. Und dann habe ich Nee, dann gedacht, werden wo Sie. habe ich bei diesem Hammer-Enten-geile Gewinnspiel, wo ich dann sehe, hier bläht so Notruf, die könnte ja gut sein. Der muss den Knopf dann halt nur Ja. finden. Oder wie, was ist das für ein Gerät, was Sie da haben? Nee, es ist so, da brauchen Sie auch kein Telefon, das ist ein ganz kleines Gerät. Da. Und zwar ist es nicht größer als ein Hundenapf. Das können Sie überall hinstellen, wo eine Steckdose ist. Und dazu ist so ein Mobilgerät. Das ist ein bisschen größer als eine Streichholzschachtel Ah, und okay. klein und handlich, kann man in die Hosentasche stecken. Und dazu ist so wie ein Armband eine Uhr mit einem Knopf drauf. Also da kann er jederzeit drücken Da. und da werden Sie verständigt und wird auch der Rettungsdienst verständigt. Das ist aber Und nicht den, so klein, und dass man das verschlucken könnte, oder? nein, nein, Gut, nein. gut, gut, Und weil das das ist auch, das ist dann schon ein paar Wochen, der hat das Problem schon länger. Da hat er Ja. rumgekaut auf einem gefrorenen Hühnchensteak. Ach Also da so, war der nee, betrunken. Hat aber nicht geschafft, das zu essen, weil er hatte Gebiss nicht drinnen. Nur dass der nicht denkt, er ach kann so. das. Der denkt, okay, was hat das für eine Farbe den Geräten, dass der sagt, okay, mag ich, und dann versucht er zu essen, nicht dass der dann ersticken. Nein, nein. Gut. Das Essen kann man es nicht. Da ist es zu groß. Das wollte ich nur wissen. Das wäre mir ganz wichtig, Da weil ihr, da diese ganze nee. Gefahrendinger müssen wir haben jetzt schon bei Wohnung, weil der will der ja nicht ausziehen. Wir können ja nicht einfach ein, wie nennt man, Entmundigung machen. Wir haben so Nee, Kantenschutz das geht dran bei nicht. Tischen und bei Türen, wie man das Ja, macht, wenn man ein ja. kleines Baby hat. So komme ich mir fast vor. Und das Aber müssen dann wir ist. halt gucken, dass wir das alles, dass wir die Wohnung Ja. idiotensicher machen. Ja, dann ist sowas gut. Geht Ihr Vater noch außer Haus? Wenn wir ihn rauslassen, ja, aber sonst nicht. Das ist zu gefährlich. Ja. Ja, weil nämlich an dem Gerät ist ein GPS dran Was? und Wie? er kann auch. Ein GPS, also er kann geortet werden, wenn er doch mal weggeht und Sie suchen ihn. Das ist nämlich echt eine tolle Sache. Und das bekommen Sie sogar im ersten Monat, also kostenfrei. Da. Und dann,
dann fallen Kosten an monatlich für 29,90, aber Sie können es nach 6 Monaten jeden Monat kündigen. Also ist keine lange Laufzeit. Sie sind praktisch der erste Monat kostenfrei und dann Ja. 5 Monate bezahlen und dann können Sie es, wenn Sie es doch nicht mehr brauchen, kündigen. Aber Sie werden sehen, das ist echt eine tolle Sache. Ah. Ich bekomme so gute Rückmeldungen und einmalig, das ist klar, das wird ja auch alles in dem Mobilteil wird ja alles in der Firma gemacht. Wir sind auch die eigenen Hersteller. Ah. Fallen einmal 49 Euro an. Wofür? Für den Geräten? Ja, einmalig. Einrichtungsgebühr Da. ist es, Und 49. wie lange und wie weit kann diese GPS funktionieren? Wie lange? Oder wie weit? Also, Wie genau ist denn? das GPS kann schon einen kleinen Moment, ich bin nämlich neu, ich frage mal meine Kollegin. Da, keine Wie weit Problem. ist das GPS? 300 Meter ungefähr. Hat das Reichweite oder ist auf 300 Meter genau? Hat Reichweite. Reichweite 300 Meter, das ist gut, weil Aber das auch, normaler, ja. da einmal ist der Ja. halt auch weg, wo sie das sagen, gerade so die ganzen Ja. verrückten Geschichten im Kopf durchgehen. Einmal ist der weggelaufen und ist Ja. zu seinem alten Arbeitsplatz gegangen. Und Ach Gott. da arbeiten so viele Leute, das ist denen gar nicht Ja. aufgefallen, dass da einer mehr am Fließband steht Ja. und die Socken zusammen, so paarweise werden ja da immer die Socken zusammen Ja. gemacht. Die ist gar nicht aufgefallen, dass da einer steht, bis er sich irgendwann beschwert hat, wo sein Geld bleibt. Und die dann gedacht haben, wer ist das überhaupt, wo dann der Chef gekommen ist. Der Juniorchef kannte ihn dann noch, der hat dann bei uns angerufen. Ich glaube, der würde da heute noch Ja. stehen und Socken zusammenbasteln. Sehen Das Sie, ist ihm echt schon fehlt die schwierig, aber was Arbeit. will man, ich kann dem ja keine Eisenkugel an Fuß dran machen. Nee. Aber sehen Sie, dann ist das Gerät das Richtige für Ihr Vater. Wollen Sie es mal probieren, Herr Kirov? Das ist halt das, wie ist das von Handhabung, weil der ist nicht so, der kann zwar Socken zusammenklipsen, aber der ist nicht so geschickt mit Sachen. Ist das schwierig zu bedienen? Nee. Nee, überhaupt nicht. Das ist nur ein Knopf und den muss er drücken, wenn er Hilfe braucht. Mehr muss er da nicht machen. Also der muss dann Und nicht die so Station? Bestätigungs-E-Mail oder so, muss den nicht noch Nein, ach Gott, anklicken. nee. Nee. Muss er nicht. Das Das ist ist ein gut. Knopf, wo er drauf drückt und das war's Also schon. das ist Und da werden. so ein Zentralstation, das steckt mal bei Steckdose Ja. drinnen und das andere, das Ja. klemmen wir ihm um den Hals und er kann draufdrücken, wenn irgendwas ist. Ja. Ja, Und wir können so ist jederzeit das. gucken, wo ist der. Ja, können Sie machen. Und wie Und mache ich das? Sie Bei werden. Google gucken oder bei Google Maps oder wie geht das? Das steht alles drin. Also, Wo Sie drinnen? können auch über die, in der Beschreibung, Sie können auch praktisch das über die Notrufzentrale, die können auch orten. Ja, die kriegen ja Und Sie auch werden. eben Information, haben sie gesagt. Also Sie kriegen die wenn der Informationen. draufdrücken, weil kommt er nicht runter von Toilette oder nichts raus aus Badewanne oder Ja. hängt mal wieder im Bettkasten von der Couch fest, weil der irgendwas Ja. gesucht hat und er drückt auf das Ja. Ding drauf. Dann kommt Polizei, kommt Feuerwehr, kommt Krankenwagen und ich kriege auch Informationen. Sie kriegen natürlich als erstes auch die Und was Informationen. ist, wenn der Sie werden jetzt als. da einfach nur, weil der es vergessen hat, wofür das ist, und wenn der da drauf drückt, gibt es Probleme mit Polizei? Nee, eigentlich beim ersten oder zweiten Mal nicht, nur wenn er laufend drauf drückt. Und dann muss man ihm halt erklären, dass er das nur darf, wenn er auf dem Boden liegt. Was ist, wenn dem bei Sitzen schlecht geht? Dann kann er natürlich auch drücken. Das ist kein Problem. Ich würde vorschlagen, ich gebe sie den Opa mal kurz, dass sie einmal schon sagen, weil der hat immer Angst vor neuen Sachen, darum der hier nicht mehr aus Wohnung draußen geht. Dass der hat das schon mal gehört, weil sie haben so gutes Erzählstimme. Können wir machen? Ja, Ihren Bruder jetzt, oder? Nichts, meine Bruder, Ihren. meine Großvater. Ach so, ja, kann ich. Komm mal her. Guck mal, wir haben Gerät für dir bestellen. Wenn geht dir schlecht, kannst du drücken. Hier spricht mit der Frau. Hallo. Hallo, hier Schönen guten Morgen. Guten Ich Morgen. Ich hab hatte schon wieder ganz vergessen, weswegen wir gesprochen hatten. Weswegen hatten Sie ja. angerufen? Wegen einem Notrufsystem. Und zwar hatte ich eben mit Ihrem Enkel gesprochen. Das ist Notruf? ganz.
Ja. Das war die Polizei. Nein, Polizei, unterhalte dich, ist gar nichts Schlimmes passiert mit der Frau. Ja, bitte? Ja. Ja, nee, es ist nichts Schlimmes. Und zwar hatte ich ihrem Enkel gesagt oder empfohlen, ja, wegen dem Notrufsystem, weil sie ja schon ein paar Mal auf dem Boden gelegen haben. Und so ist es, da haben sie wie eine Armbanduhr oder um den Hals einen Knopf und dann können sie sofort drücken, da kommt sofort ihren Sohn und der Rettungsdienst wird informiert. Und es ist praktisch eine ganz einfache Sache. Es ist nur ein großer Knopf, wo sie drücken müssen und mehr nicht. Und das andere kann alles ihren Sohn machen. Auf welchen Knopf soll ich draufdrücken? Weil hier sind ja auf dem Telefon sind ja mehrere drauf. Wo soll ich denn drücken für Sie? Ich mache das sehr gerne. Ich versuche immer hilfreich zu sein, im Prinzip. Ja. Ja. Nee, das geht nicht übers Telefon, sondern sie bekommen sowas wie eine Armbanduhr. Telefon können sie ganz vergessen, das ist zu umständlich. Sie bekommen sowas wie eine Armbanduhr und da ist so ein runder Knopf und da können sie direkt draufdrücken. Und dann ist ihr Sohn, ihr Enkel gleich da und der Rettungsdienst. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber nach einer statistischen Erfassung sind runde Knöpfe meistens rund. Dann habe ich neulich so eine Dokumentation drüber gesehen. Das ist sehr beeindruckend gewesen, nicht wahr? Ja, da hatte ich das kann ich mal vorstellen. Der Fernseher gerade lief, weil das erzählt einem ja sonst keiner, nicht wahr? Ja. Ja, und weswegen hatten Sie jetzt angerufen? Ich kann mir Sachen nicht so gut merken. Ja, dass Sie praktisch den Notrufknopf bekommen, damit Sie nicht immer auf dem Boden liegen. Das habe ich mit Ihrem Enkel schon ausgemacht. Das was bitte? Was mit dem das hatte ich. Wir haben den Teppich erst reinigen lassen, da muss keiner kommen. Ich habe gesagt, ich melde mich dann, wenn das wieder Not tut. Sie müssen da nicht immer anrufen. Nee, es geht um das Notrufsystem. Ja. Ist ja. Und da wollte ich praktisch, dass Sie sowas haben, damit Sie, wenn Ihnen was passiert, damit Sie dann auf den Knopf drücken können. Also die Versicherung, ne, die habe ich ja schon vor zig Jahren gemacht. Ist ja die Polizei so schlecht geworden, dass man da jetzt was Neues braucht. Es geht nicht um eine Versicherung. Ist Ihr Enkel nochmal zu sprechen? Ha, was bitte? Ob Ihr Enkel, der Kirov, nochmal zu sprechen ist. Ja, welcher der vielen? Ich habe vier Enkel. Der bei Ihnen jetzt gerade in der Wohnung ist. Ja, einen Moment bitte. Ja. Kirov, guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Rothermel. Ich hatte eben mit Ihnen gesprochen, oder? Nein, mein Großvater hat gesagt, da möchte mich jemand sprechen. Oder ist das jetzt ein... Nee, ich hatte eben mit dem Herr gesprochen. Aber nicht mit Ihrem Großvater, sondern mit einem anderen Herr. Ja, der ist gerade bei Ihnen. Ach so. Ich reiße Sie einfach mal weiter. Irgendwann wird schon der Richtige dabei sein. Magst du? Es geht um Notrufknopf. Oh ja. Hallo, wer ist da? Hier hatte ich mit Ihnen gesprochen über den Notrufknopf. Ich habe keine Ahnung, ich liege noch im Bett. Was ist los? Nee, dann war es wahrscheinlich ein anderer. Entschuldigung, ich weiß ja nicht, mit wem Sie gesprochen hatte. Wie hieß denn der, mit dem Sie geredet haben? Ich kann jetzt hier schlecht alle Leute wecken. Achso, ein Herr Kirov. Ja, davon haben wir hier mehrere. Ja. Es war ein Jüngerer, und zwar war das ein Enkel von dem Großvater. Und meistens zwar hatte er Enkel zu einem Großvater, aber ich guck mal. Hattest du gerade mit einer jungen Frau gesprochen? Ich spreche öfter mit jungen Frauen. Hallo? Wer ist da? Ja? Ah, da ist die junge Frau wieder. Und die sind sie zu Ergebnis gekommen. Ja, also ihr Vater, habe ich den Eindruck, dass er doch ein bisschen durcheinander ist. Und jetzt wollte ich mal nachfragen, ob Sie jetzt an dem Notrufsystem interessiert sind. Haben Sie meinen Großvater gerade durcheinander genannt? Der Mann hat in zwei Weltkriegen gekämpft. Was fällt Ihnen ein? Nee, ich habe nicht gesagt... Mein Großvater spricht. Hier, Opa. Hallo? Was haben Sie gerade zu mir gesagt?
Ich hab das gehört. Ich bin ja Veteran von 13 Panzerdivisionen. Da können Sie mich nicht so bezeichnen. Was ist denn los bei Ihnen? Kann ich mal Ihren Obergruppenführer haben? Hallo? Hallo? Ist Ihr Enkel noch mal zu sprechen? Ja. Hallo, wer ist da? Und zwar geht es da um das Notrufsystem. Ja, wie haben Sie denn über aber unseren Großvater gesprochen? Das finde ich ja gar nicht nett. So redet man doch nicht mit potenziellen Kunden. Ich habe ja nicht das Böse gemeint. Ich habe nur gemeint, dass er halt schon älter ist. Und ja, der darum sitzt jetzt auf der Couch und weint. Können Sie sich bitte bei ihm entschuldigen? Ja, ich entschuldige mich. Hat er es gehört? Hallo? Wie können Sie sowas über mich sagen? So hat in meinem ganzen Leben noch niemand mit mir gesprochen. Es tut mir leid, ich habe aber das anders gemeint, dass Sie halt schon älter sind. Ja, weil das ihr ist Englisch doch kein Verbrechen. Wir haben ja das Land erst verteidigt und dann wieder aufgebaut. Und jetzt muss man sich als verrückt bezeichnen lassen. Ich habe mir doch im Prinzip nie was zu Schulden kommen lassen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber ich mache so, ich habe jetzt einen anderen Anruf in der Leitung. Ich rufe Sie nachher nochmal an, ja? Opa, beruhig dich, ist alles gut, ist alles gut. Bring ihm mal einen Bonbon, Dorian, der braucht einen Bonbon. Das geht doch so nicht. Komm her, mein Lieber. Komm in meinen Armen. Ist alles gut. Bring ihm mal eine Wodka, vielleicht kann ihn das beruhigen. Wieso geht das hier nicht weiter hier? Der Mann ist ja völlig am Boden. Hier, ich kümmere mich um ihn, mach mal. Hallo? Ja? Wie wollen wir denn jetzt verbleiben? Dass ich mich noch mal melde. Ja, wann soll denn? Soll man so machen? Morgen früh noch mal. Das klingt aber ein bisschen ganz später. Gut. Ja. Was heißt denn ein bisschen später bei Ihnen? So um 11 rum. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, okay, dann bis morgen und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen und Ihren Opa auch, ja? Ja, danke gleichfalls. Auf Wiederhören. Bitte.